Leute, willkommen bei Gymnasty Playground. Wir sind in meiner Werkstatt und nicht im Studio. Und ich habe hier den Armagorgon vor euch. Schon auf Brushes umgebaut und mit JS-Parts vollgestopft. Oh, nee, eigentlich heißt es ja mit JS-Parts vollgestopft. So. Ja. Leider ist der Wagen jetzt in dem Moment schon fertig. Im ursprünglichen Video habe ich euch den Wagen erstmal die ganzen Teile präsentiert und so weiter. Und dann noch Parts gedreht, wo wir die einbauen oder zumindest zeigen, was worauf kommt es an und so weiter. Diese Parts seht ihr noch im Anschluss an das Video. Die passen jetzt nicht ganz zu diesem Part hier, weil der Erklärungspart und welche Teile und wie die kommen und in den Tüten und so weiter ist leider ohne Ton gewesen. Mysteriös. Deswegen sehen wir einmal jetzt hier das fertige Auto. Ich zeige euch die Teile einmal eben und für die, die es interessieren, die können auch dranbleiben, nachdem ich dann mich verabschiede bei euch. Kommen dann noch einfach hinrangeschnitten die Parts, wo die Teile eingebaut werden, falls das noch den einen interessiert. Ist ja auch da der Einbau der Brushless-Kombo. Aber das sehen wir jetzt mal eben alles, was ich hier gemacht habe. Also, an der Karosserie haben wir einen neuen Kühlergrill, einen JS-Parts-Kühlergrill. Der ist dann auch passend zu diesem Bumper-Einsätzen hier. Ja, sieht ganz cool aus. Kann man machen, muss man nicht. Ja. Das sind auf jeden Fall so die, das erste, was ich installiert hatte. Dann hat die Karosserie natürlich die typischen JS-Parts Fender verbaut. Ne? Kommen natürlich für beide Seiten. Muss mal gucken, dass man die richtig positioniert, symmetrisch. Löcher anzeichnen und durchbohren, Schrauben ist da alles mit dabei. Und im Hintergrund wurde gerade geladen, Akkus geladen, das Fahren. Und ja. Dann wird das verschraubt und fertig. Das ist eigentlich schon dann alles, was ich aktuell an Teilen für die Karosserie habe. Ich glaube, der gute Jonas baut noch ein paar mehr Teile auf jeden Fall. Dann haben wir hier einen 3D-Druck-Schockabsorber für vorne. Ein bisschen flexibler als das originale Teil auf jeden Fall. Das kann definitiv ein sinnvolles Teil werden, wenn man Impact hier drauf kriegt. Ja, das auf jeden Fall cool gemacht. Sache, wo ich eigentlich nicht drauf stehe, aber ich natürlich jetzt mal eben vor euch installiert habe, sind so eine Felgen-Dinger hier. Gucken, wie die so halten. Die werden geklebt. Dafür hat er mir auch einen extra geilen Kleber mitgeschickt, genau. Habe ich schon ein paar Mal was von gehört. Vielleicht kennt den einen oder andere von euch schon, und zwar diesen hier. Der Artfully RC-Kleber, der ist richtig, richtig geil, weil hier eine Nadel einfach drin ist. Er lässt sich hier nicht präzise überall hin tun, auch zum Reifen verbessern. Also den werde ich, glaube ich, tatsächlich allein schon wegen der Nadel nur noch benutzen. Und ja, gut, es sei denn, der klebt nicht, aber das glaube ich nicht. Das hat sich, glaube ich, schon rumgesprochen. Wäre auch dann schon geändert worden. Also diese Tuben hier, mega. Jedenfalls ne, passt dieser Ring hier genau auf eine Wulst, die da ist. Und das hier wird eigentlich relativ stramm reingeschoben. Da reichen ein paar Klebepunkte meiner Ansicht nach, um das zu fixieren für das Innenbett hier. Und ja. Und an den Ring. Sieht stimmig aus, definitiv. Und mal gucken, wie sehr die mich nerven, wenn die wieder abfallen. Dann liegt es wahrscheinlich an mir, wegen Scheiß verklebt. Zur Elektronik kommen wir gleich. Was haben wir hinten? Hinten haben wir auch noch einen weiteren Schockabsorber verbaut. Kann auch, wie gesagt, nicht schaden. Und war unten irgendwas von JS-Parts? Nein. Dann haben wir noch kleine Mudguards, die zumindest die Wellen schützen. Der Grund, warum er das so bauen musste, ist auf einmal die Slipperkupplung. Sonst wären die unsymmetrisch gewesen, weil beim Eintauchen kann es da zu Problemen kommen halt. Ne? Das ist der Grund. Ja, das dazu auf jeden Fall. Das sind so die JS-Parts, die ich jetzt gerade drin habe. Als Brushes-Kombo, wie gesagt, da kommen gleich nochmal eben die Bauvideos dazu. Habe ich hier die Firma 100 ist jetzt, glaube ich, der Firma 100. Und einen 3900 KV Motor, aber halt mit 5 mm Welle und der entsprechenden Baulänge, das sind die 60, genau die 60er, damit man hier weit genug rauskommt. Das ist echt mies gemacht, muss ich sagen. Und ja, die Lüfterhaltung, ich wollte eigentlich Lüfter drauf bauen, aber ich habe gerade keinen Lüfter in der Größe frei. Das ist einfach irgendwie viel zu groß ausgewählt, muss ich sagen. Was denken die denn, was hier eingebaut wird, dass man das so heftig kühlen muss? Also in die meisten gängigen Lüfter, die man mal liegen hat, irgendwie hier von einem Riechler oder was, ne, das sind kleinere, wie ihr seht. So, das ist hier minimal kleiner. Das ist echt, ne, oder, ja, also, da ich hab einen passenden, aber habe ich gerade nicht frei.
wahrscheinlich in irgendeinen Regler eingebaut oder irgendwo. Also ich glaube, die sind größer als die in den 6S-Modellen auf dem Motor. Das ist auf jeden Fall heftig. Ja, auf jeden Fall, weil den einen, den ich da gerade hatte, war nämlich so einer. Also das ist echt bescheuert, das Loch, muss ich sagen. Jedenfalls braucht ihr natürlich auch ein anderes Ritzel, passend zu dem Modul. Habe ich halt noch welche liegen gehabt. Und ja, Kabellage ist jetzt hier so ein bisschen im Weg bei der Karosseriehalterung. Das ist ein bisschen blöd. Ja, Regler Plug and Play, ne? Ich unter das Loch, da gehen die Kabel halt durch, damit das auch in einem Akkufach halt ist. Das ist natürlich eine Empfängerbox, die nicht für das Auto gedacht ist. Es gibt extra eine, die diese Schraubpunkte benutzen wird. Und die habe ich halt nicht verbaut. Weil ich sie nicht habe. Leider vergessen zu kaufen. Ich hätte sie gerne so extra richtig gehabt, aber ich habe jetzt einfach diese hier rangeklebt. Das ist die zweite Evolution der 6S-Empfängerbox. Die erste war halt sehr klein und das war die zweite Evolution. Und dann gab es noch die noch größere, die wir jetzt aktuell immer noch haben und auch eigentlich nicht nochmal verbessert werden müsste, meiner Ansicht nach. Ja, die habe ich da einfach raufgeklebt und fertig. Gefahren wird hier jetzt mit der DX3. Dann haben wir auch AVC mal zum Ausprobieren tatsächlich. Und ja, die Kombo ist so geliehen aus einem Infraction 3S. Habt ihr mit dem Finger gesehen. Ja, das seht ihr dann irgendwann demnächst im nächsten Run. Wahrscheinlich wieder die gleichen Runs, wie wir das letzte Mal gemacht haben. Einmal gucken wir im Skatepark die Veränderung, einmal im Gelände. Dann hat man noch zwei Varianten, wo man sieht, was das so bringt. Ritzelzahl ist die gleiche, meine ich. Und ja, gut, wie gesagt, alles klar. Das sind auf jeden Fall die Parts. Danke an JS Parts, dass ich die alle anbauen durfte und zeigen durfte. Und auch dementsprechend testen darf. Und ja, gucken, ob ich den mit zur Hemmelsee nehme. Bin noch nicht sicher. Wahrscheinlich einmal zum Windstellen auf jeden Fall. Als Presentation-Fahrzeug. Gut, Leute, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Die Parts findet ihr, wie gesagt, alle bei JS Parts oder halt bei Händlern wie Modell Moments, die die Teile führen. Wenn ihr da Bock drauf habt, ne, wie gesagt, das meiste ist halt Optik und ein paar Sachen bringen auch tatsächlich was. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Und wie gesagt, bleibt jetzt noch dran. Jetzt kommt die Installationsserie, die wie gesagt vor diesem, was ihr jetzt gesehen habt, entstanden ist. Dementsprechend nehme ich Bezug vielleicht auf andere Dinge und so weiter. Und ich schneide es einfach dahinter und ja. Dann könnt ihr sehen, wie ich die Combo installiere und wie ich die Teile installiere. Ne, wisst ihr Bescheid. Alles klar, ich danke euch fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. So, Leute. Jetzt sind wir unten bei mir in der Werkstatt. Mein Schrauberplatz, den ich mir jetzt endlich richtig vernünftig eingerichtet habe. Und ja, wo das Chaos, was man da hinten sieht, sich in Grenzen hält. Also noch Projekte, die noch gemacht werden müssen, sind hier noch verteilt. Die ich gerade versuche durchzuziehen. Also, ich habe schon mal den Wagen, die Elektronik auf jeden Fall rausgenommen. Das ist ja einmal sein dicker Bürstenmotor, den sehen wir hier. Und der 2-in-1 SLT-Regler, der auch gleichzeitig dann der Empfänger ist und so weiter. Ja, das war ja alles an einer DX2 dran. Jetzt, wo der Motor raus ist, können wir auch endlich mal diese Welle rausziehen. Das war, hatte ich am Boxing ja nicht so die Muße zu. Und diese fette Welle hier sehen auf jeden Fall. Ja. Sieht nach einer simplen, soliden Slipper-Konstruktion aus. Gut. Dann wollen wir mal schauen. Regler. Ja, Kabellage muss da durchgeführt werden. Das Servo, das lassen wir so. Und natürlich passt der Plug and Play da drauf, so wie es sein soll. Sehr schön. Da muss ich jetzt auch kein Kabeladapter mehr benutzen, wenn der Stecker da einmal unten drin ist. Der passt da natürlich durch. Gott sei Dank. Gucken wir, dass mit dem Regler so klappt. Ja, Motor. Seht ihr einmal das, was ich eben meinte. Wenn der hier reingeschoben wird, da die Welle rauskommt. Ja, er ist tatsächlich, ja, ganz drin. Und wie ihr sehen könnt, mit dem Kabel hier muss man dann schon, ja, gucken. Also, kürzere Motoren, wo die Kabel rauskommen, da muss man hier anfangen, alles zu bearbeiten. Ich finde, das ist unglücklich gelöst. Ich bin mal gespannt. Es sind ja nun alle 3S-Spektrum-Motoren irgendwie eine Variation von dem hier, ne?
Zumindest die schwarzen. Es gibt natürlich die ganzen noch in dem goldenen, goldschwarzen Look und so weiter, die hier und da mal auftauchen. Aber das sind ja auch ähnliche Dinger, die sind ja alle mit der Kabelführung so, glaube ich. Oder fällt euch da ein anderer ein? Ich bin gespannt, wenn der nochmal serienmäßig als Brushes kommt, was für einen Motor sie da einbauen. Da müssen die sich ja irgendwie so den so bauen lassen, dass die Kabel hier rauskommen, ne? Ja, komisch. Da ich es immer so liebe, wenn an so viele Eventualitäten gedacht werden, bin ich da ja ein bisschen erschüttert. Gut, dann wollen wir nochmal gucken, ritzeltechnisch, wo ist das, where is the Ritzel hin? Das Ritzel verbummelt jetzt hier, oder wie? Der Monat sollen wir erstmal alle Schrauben ein. Ja, das war natürlich wieder super dämlich, die Frage, das Ritzel ist ja hier drauf, das habe ich ja gar nicht abgemacht. Das ist ein 13er serienmäßig. Ich gucke mal, was ich an passenden Ritzeln da habe. Und dann gucken wir mal, wo wir starten. Gut. Fangen wir erstmal an mit der Installation, der Elektronik. Und ich denke mal, da gibt es keine großartigen Hürden. Und wenn dann doch, dann werde ich sie euch natürlich eher Stück für Stück mitteilen. So, damit haben wir Part 1, Part 1 fertig, Leute. Er ist jetzt brushless. Es ist ein 15er Ritzel geworden, erstmal in erster Instanz. Ja, Regler ließ sich problemlos installieren. Kabellage durchgeführt, das passt mit Akkus jetzt auch wunderbar. Man kann da schön einstellen, wie die Kabellänge da ja sein soll. Lüfter passt nicht, weil das ist ja ein 40er, eine 40er Aufnahme. In Reglern sind 35er drin. Bei den 3S-Modellen, wo ich die Kombo geklaut habe, hast du 30er drauf. Oder, nee, Quatsch, 25er oder noch kleiner, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ich habe keinen passenden Lüfter dafür. Naja, muss ja erstmal so laufen. Ja, sollte ja nicht so übertrieben sein. Ja, Fingerbox hingeklebt. Fertig, echt geil. Und jetzt an. Was ist jetzt los? Lief doch gerade noch. Aha. Wahrscheinlich, weil ich mit ihm rumgefuchtelt habe. Das ist schon ein bisschen üppiger. Servus ist echt schwach, aber auch recht schnell. So, jetzt haben wir AVC drin. Ne? Also, das kannst du nun auch noch helfen, dass er besser fährt. Obwohl er ja echt super fährt. Gut. Da wir jetzt ja auch einen Smart-Akku drin haben, ja, sehen wir jetzt noch ein bisschen die Batteriespannung auf jeden Fall. Das ist auch nicht schlecht. Ja, die Kabellage lasse ich einfach erstmal hier so drüber. Ah, die kommen wahrscheinlich mit den Karosseriedingern ins Gehege. Dann wollen wir noch ein bisschen schauen. Alles klar, jetzt kommen die JS-Parts dran. Und da seht ihr jetzt noch Stück für Stück Updates. Jo Leute, so, ich habe mal einen Reifen, der klebt gerade und jetzt zeige ich euch mal eben kurz die Installation der Felgenringe und der Felgeneinsätze. So, die Felgeneinsätze, die sollen ja auch laut der Webseite geklebt werden, aber die sind so passgenau, dass wenn ihr die da reindrückt, hier mit dem Schraubenzieher an passenden Stellen, ja, ich teste, also auf jeden Fall, Jonas sagt, reinkleben ist wichtig. Ich finde, die gehen so stramm rein. Ich teste das mal ohne. Ich sage euch auf jeden Fall, klebt sie rein. Vor allen Dingen, den habe ich jetzt zum ersten Mal hier am Start, diesen Kleber. Richtig geil, muss ich sagen. Ich habe jetzt nicht geguckt, was der kostet. 50 ml soll da drin sein. Da ist hier richtig so eine kleine Nadel, die das verschließt und eine Metallspitze hier oben drin. Also die Tuben sind richtig cool, muss ich sagen. Damit lässt sich das alles wirklich sehr präzise. Allerdings das Loch wiederfinden, das ist krass. Hier müssen so ein paar Haare ran, irgendwie. Wer hat das gesagt? Das war ich nicht. Wartet. Also wirklich. Zack. So. RC-Kleber und Reifenkleber. Also, ich hoffe, ich muss irgendwann Reifen kleben. Das ist ja so geil mit so einer Dosierspitze. Habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Ja, die Ringe hier,
Die Nut hier drinne für den Ring, die ist tatsächlich sehr groß. Ja, also ich habe da jetzt bei einem relativ viel Kleber reingemacht. Hab dann was Schweres raufgespannt, dass hier, dass der wirklich auf der Felge hier drauf liegt und so weiter. Und hoffe, dass es dann halt ja fest geht.